Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, vor fast 10 Jahren, wo ich als kleiner Steffke von einer Mega-Plattensammlung und einer Kiste Bier gerne mal den ein oder anderen Eimer voll gekotzt habe. Also ich bin froh, dass du heute mal wirklich was Sinnvolles daraus zu erzählen hast. Abwarten. Klasse. Aber es geht heute nur nebenbei um deine Plattensammlung, sondern ich fange mal an mit der ersten Platte, die wir heute besprechen. The Killers, Sam's Town. The Killers, eine Band, deren Karriere ich auch gerne hingelegt hat. Gründung 2002 in Las Vegas. Erstes Album 2004. Davon sofort 4,5 Millionen Platten verkauft. In den 2 nachfolgenden Jahren circa 500 Konzerte gespielt und ganz nebenbei das nächste Album aufgenommen. Ist jetzt draußen, wie gesagt, Sam's Town. Fährt ganz schön dick auf. Produziert von Flood und Adam Mulder. Das sind die Typen, die auch schon für Verbrechen gegen die Menschlichkeit, wie zum Beispiel Bat Out of Hell von Meatloaf verantwortlich sind. Fette Promo im Nacken und ein neues, sehr amerikanisches Image zum Vorgänger Hot Fuzz, gegen den man auch erstmal anstinken muss. Das waren 6 von 13 Tracks meines Erachtens der Megahammer. Das muss man erstmal schaffen, wenn man nicht The Ramones oder Manowar ist. Zu Sam's Town gab es bei der ersten Single When You Were Young ein ziemlich Hollywood-reifes Video im Tex-Mex-Western-Style und nachgelegt wurde mit der Single Bones. Und das Video dazu hat, man höre und staune, Tim Burton gedreht. Und das schauen wir uns jetzt mal an.